Mein Roxy und ich hier startet, deswegen muss ich jetzt das gerade mal nachholen. So, ich bin jetzt auf jeden Fall im Spiel 2, gerade noch auf die Roxy gedrückt. Mann, sowas Ärgerliches. Da das Team auch vorgestellt hatte. Müssen wir mal gucken, dass wir hier auf jeden Fall ein gutes Spiel machen. Und dann hole ich das mit der Mannschaft im Spiel 3 nach. Mensch, die Skinner. Also das Mikro gefällt mir ziemlich gut, ich habe schon reingehört. Ins erste Spiel und der Sound ist natürlich um einiges besser, als das noch mit dem Headset möglich war. Ärgern tut's mich, dass ich die Hintergrundgeräusche von dem Joypad noch ein bisschen dabei habe. Mal gucken, ob ich die noch irgendwie rausgefiltert bekomme. Alles wahrscheinlich eher noch eine Feintuning-Sache. Aber ich bin ja auch hier nicht als Profi gestartet. Ich brauche halt was, womit ich wachsen kann. Und solange man immer ein bisschen Verbesserung erkennen kann, reicht mir das schon. Und das ist mit diesem Mikrofon auf jeden Fall gegeben. Ich habe jetzt mir das T-Bone 450 geholt, USB, weil ich dieses direkt am PC anschließen kann. Oh, jetzt muss ich mal gerade das Break machen. Gucken, was geht. Oh! Okay, okay. Das ist ein offener Schlagabtausch hier. Das ist ein Icing, da gehe ich gar nicht hinterher. Ein bisschen Kräfte sparen, der Spieler. So. Und jetzt weiter. Ich weiß nicht, warum das vorhin mit der Roxy nicht geklappt hatte. Ich hatte mir eigentlich einen Hotbutton gelegt. Hotbutton. Aber irgendwie wollte er nicht. Tja, also ich hatte auch gesagt, mein Ziel für diese Saison ist es, die Liga zu halten. Das hoffe ich, dass ich das irgendwie schaffe. Das erste Spiel leider verloren, ja. Wie gesehen. Und möglichst Anfang der Saison schon mal ein paar Punkte holen. Oh! Der hätte drin sein dürfen, wenn man mich fragt. That's a point hammer shot. Jawohl, so sieht's aus. Gut, der lässt auf jeden Fall in der Verteidigung einiges zu, aber er spielt auch sehr schnell nach vorne. Oh ja, der war gut gemoved. Ich bin aufgepasst, dass ich... Was? Bitte, was ist denn jetzt passiert? Naja, gut, also... Ja, den macht er nicht, der ist zu verspielt. Ah, er macht er doch, und zwar wunderschön sogar. Oh mein Gott, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass er den noch macht. Achsenmacher sind immer so ein Fall für sich, aber der hat gesessen, meine Güte, du. Man kann übrigens tatsächlich immer noch nicht selber den Goalie steuern bei den Penalties. Jetzt mein Spiel gefällt mir aber wirklich nicht jetzt hier. Vor allen Dingen, weil die Gegner jetzt nicht so überragend sind, als dass ich hier so untergehen müsste direkt. Was ich jetzt... Aber ich habe momentan wirklich Probleme, ordentlich durchzukommen. Oh, wie hat er den noch? Sehr, also es war ein bisschen kurios, dass er den noch. Oh Mann, geschossen, das Ding. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Chancen sind da. Ich muss halt nur machen. Okay. Tripping, wie gesagt, meine absolute Lieblingsstrafe hier. Weil man die auch so oft hört. Das ganze Spiel besteht eigentlich nur aus Tripping. Aber ich wollte auch nicht sarkastisch sein. Ich wollte lieber ein bisschen Hockey spielen hier. Puck müsste schon annehmen können. Du bist ein NHL-Spieler, da sollte man Puck annehmen können. Jetzt wird es nochmal gefährlich hier. Okay. Propelled
Da packt er die Fanghand aus. Der war nicht schlecht, der war aber auch nicht zu gut platziert, als dass er nicht hätte unbedingt halten müssen. Aber naja, gut, dennoch. Das ist ja schon manchmal erstaunlich, was die rausholen. Genauso erstaunlich ist es, was die manchmal nicht rausholen. Beziehungsweise was sie reinlassen. Aber wie gesagt, das macht doch immer ein bisschen Spaß. So, das war natürlich absolut mein Fehler. Da steht da, schlug quer, trifft das Tor nicht. Glück. Unglück. Und jetzt muss es auch mal schneller gehen hier. Ja, steht da schon am Latschen. Komm nicht zum Abschluss hier. Ich will einfach nicht so, wie ich will. Und er fährt die immer wieder schön aus. Oh, nein, 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 nein. Jetzt muss ich erstmal Ruhe reinbringen hier. Hier gefällt mir gerade wieder irgendwas überhaupt nicht. Vor allen Dingen macht er die Weak Side komplett zu da. Ist ja unglaublich. So nicht. Das war das erste Drittel. Von den Schüssen her würde ich sagen, ich habe zwei, drei mehr gemacht. Schauen wir mal an. Ja, tatsächlich gut gelegen. Tja, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen torgefährlicher werden wieder. Das gefällt mir gerade gar nicht, dass ich wieder so ungefährlich bin. Denn eigentlich muss man, wenn es vorm Tor wählt, wird eigentlich nur viel, viel nach oben drücken mit dem Controller. Er bleibt hängen. Mit der Torhüter garantiert nicht gesehen. Aber irgendwie. Mir gefällt meine Aufstellung nicht. Ich habe da überhaupt keine ordentliche Anspielstation. Vielleicht bin ich heute mal wieder ein bisschen langsam unterwegs. Oder der steht wirklich gut da drin. Das ist ja so. Das ist ein Icing, oder? Nein, gibt er nicht. Und das sollte eigentlich pfeifen. Das ist natürlich schon wieder so ein Ding. Also manchmal. Carries it toward the woodwork. 1, 2, 3, wo ist der Puck? Shoots one. Gets that one away. Big pad save. In the attacking zone, puck picked up by Skinner. Out in the das war ein schönes Luftloch mal wieder. Rister! Ja, ja, meilenweit vorbei. Meine Herren, okay, ich mache gerade Druck, so viel steht mal fest. Ja, natürlich gut, dass ich nicht direkt wieder einen Konter fahre. Schön, schönes Vorcheck gespielt hier. Und Tim, wo ist der Mann? Spielt ihn mit. Ach, keiner die Mitte, klar. Und da ist er drin, ganz, ganz böse ins kurze Eck gesniped über die Fanghand. Den gucken wir uns mal an. Das sind so die Klassiker-Dinger hier. Schnell ein Snipe gespielt. Über die Fanghand geknallt. Einmal aus der Drehung, zapp, und drüber, und der sitzt. Sehr schön, 1-1, das gefällt mir. Ich habe auch wirklich gut Druck gemacht jetzt. Das werde ich jetzt auch weitermachen. Ich mag das absolut nicht, Hockey auszusitzen. Ich mag beim Eishockey hin und her und immer mit möglichst viel Druck. Weil letzte Woche Dienstag war ich beim, bin immer in den Roosters in den Salon. Das war meine. Ich komme aus der Gegend, meine Mannschaft, und wir haben gegen Krefeld gespielt. Und ein Bekannter von mir spielt auch immer noch bei Krefeld, der Herbert Vasiljevs. Und das war, ich habe Krefeld noch nie so gesehen, dass sie so untergehen in Iserlohn, aber diesmal ist es leider passiert. Ich hätte mir lieber ein schönes Spiel gewünscht, natürlich mit einem guten Ausgang für Iserlohn, aber das Spiel ist dann 9-1 ausgegangen. Und das war wirklich nicht mehr schön, und das war auch meiner Meinung nach, das Ergebnis war auch zu hoch. Ich weiß nicht, was da los war bei Krefeld, aber das passte absolut nicht, weil Krefeld ist halt meine zweitliebste Mannschaft, und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das ging so schnell. Iserlohn hatte 9 Spieler geholt aus, ich glaube aus der Quebec Major Hockey League, ich weiß gar nicht. Und der hat nach 19 Sekunden, also er hat sein erstes Spiel gemacht. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie der heißt. Silvester heißt er mit Nachnamen. Cody Silvester heißt er, glaube ich. Und das war ganz lustig, weil das hat mich so schwer an den. Also er hat nach 19 Sekunden sein erstes Tor geschossen. Und das in seinem ersten Spiel, bei seinem ersten Einsatz für den Salon. Und das erinnerte mich so ein bisschen an den Rekord von Mario Lemieux, den er damals in der NHL aufgestellt hat.
Bei seiner ersten Puckberührung in der NHL hat er ja schon sein erstes Tor geschossen damals als Rookie. Und das war halt das Lustige jetzt an der Geschichte. Hat mich natürlich gefreut, dass der Neue da sofort das Tor geschossen hat, aber das ging so schnell dann in dem Spiel. Also, keine Ahnung, ich glaube, wir haben nach 5 Minuten schon 3-0 geführt. Und naja, irgendwann ist dann auch die Luft raus. Also, ich mag Spiele, die spannend sind, ganz klar, aber dann natürlich auch nur, wenn Iserlohn am Ende gewinnt. Da habe ich schon einige Partien mitgezittert, aber da war überhaupt nichts mehr mit Zittern. Also, Krefeld hat tatsächlich weitergekämpft, aber es klappte halt einfach nichts. Das war echt heftig. So, jetzt bin ich aber zurück im Spiel. Jetzt rede ich wieder so viel. Aber das war nur die Erfahrung von letzter Woche. Wenn man abends zum Eishockey geht, finde ich innerhalb der Woche auch immer mal schöne Spiele. So, 1-1. Geht ins dritte Drittel. Na gut, jetzt haben wir die Schussstatistik natürlich für uns ganz klar entschieden. Habe ich tatsächlich nicht viel vom Spiel mitgekriegt, weil ich so viel gesprochen habe, aber anscheinend habe ich ganz gut gespielt, möchte ich mal sagen. Nur leider gut spielen und gut auf der Anzeigetafel aussehen, das sind immer unterschiedliche Sachen. Zwei Paar Schuhe, wie man sagt. Was hat er jetzt? Okay, ich kriege die Strafe. Unterzahl. Ach gut, auf dem Breaking hier. Unterzahl ist auch mal so eine Sache. Ich bin nicht der Typ, der an Unterzahl als Unterzahl spielt. Ich checke weiter vor. Ich gucke, dass ich irgendwie ins Drittel komme. Und möglichst ihn noch nicht mehr so rauslasse dann. Denn wenn er das Break kriegt, er auch so. Wenn er. Jetzt steht er noch in der Mitte. So. Das Break kriegt er auch bei 5 gegen 5, beziehungsweise 6 gegen 6. Jetzt kriege ich tatsächlich meinen Break, ich mache es leider nicht. Und das in Unterzahl, das heißt schon was. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel manchmal auch ein bisschen, dass die Spieler sich falsch orientieren, gerade in Überzahl. Denn ich habe da auch in Überzahl schon einige Breaks gegen mich gehabt. Das hat mich sehr verwundert, dass da anscheinend nur noch Offensive gespielt wird. Oh, ja. Schön Unterzahl-Powerplay aufbauen hier. Keiner mit. Halten fest. So, jetzt müssen wir eben zurückorientieren ein bisschen. Der kann nur quer spielen, das heißt, er geht. Noch kann er nicht spielen, noch kann er nicht spielen. Jetzt ist die Mitte dicht. Jetzt ist sie nicht mehr dicht. Okay. Auf den Puck. Und irgendwie bietet sich hier einfach keiner an den Banden an. Das ärgert mich ein bisschen, weil an sich sollte das so sein. Jetzt haut er den Puck selber rein. Oh, Jungs. Jetzt hat er drüben einen stehen. Das sieht nicht so gut aus. Muss ich mal aufpassen hier, so. Und Cogliano, du bist doch schneller, Bursche. Schön gefightet. Der kommt nicht an der Puck, Torwart dazwischen. Da muss ein Check kommen. Ich checke auch viel zu wenig, jetzt steht er in der Mitte frei. Das darf nicht passieren. Dass der Verteidiger sich da so wegorientiert, das gibt's doch gar nicht. Das ist so ein bisschen manchmal. Oh, das ist ein gefährlicher Point. Ich mag es einfach schnell zu spielen, deswegen normalerweise muss ich auch viel öfter den Puck sichern hinten. So, gib doch mal Gas, Junge. Ja, das passiert dir. Er zählt nicht, das ist klar, da hat ein Torwart vorher weggecheckt. Schiedsrichter da gut aufgepasst. Wenn ich noch nicht reingeschossen hätte, hätte ich übrigens keine Strafe gekriegt. Das ist so. Boah, das finde ich gar nicht schlecht, dass sie das in das Spiel implementiert haben. Weil sonst würde man wieder nur noch die Torhüter wegchecken, wenn man dann ein Arschloch wäre. Oder einfach nur gewinnen will. Man muss ja nicht immer ein Arschloch sein, wenn man gewinnen will. Aber das gefällt mir gerade gar nicht hier, diese Zuordnung. Jetzt hat er nämlich zwei, dreimal den gleichen gemacht. Er geht über den Cross-Crease, den Querpass. Und die sind auch mal ganz schnell drin, die Dinger. Das verstehe ich nicht. So, jetzt muss ich mal sichern. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Ruhe, mal gucken. Okay. Lass mal so stehen. Mal die Unterzahl jetzt hier doch ein bisschen besser überstehen. Oh! Schnell geschossen. Ich sichere den jetzt mal durch, weil ich will jetzt nicht noch einen kassieren jetzt hier. Oh mein Gott. Oh, da hat er nicht aufgepasst. Den hätte er spielen können, ja.
Lass mal gucken, dass er den nicht gepeilt kriegt hier mit dem Torwart. Das passiert irgendwie auch öfter mal. Ist der Torwart dann richtig schön anbaut. Einen schönen Manzen hinlegt quasi. Ja, das habe ich mir austanzen lassen. Gut, dann wieder rausgeholt. So, komm. Und ach, jetzt nimmt er den Puck wieder nicht an. Also das sind manchmal Dinger. Auch okay, er macht es aber genauso schlecht. Oh, die Junge, die musst du doch viel schneller spielen. Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt habe ich aber hier die schnellste Reihe der Welt auf dem Eis, so wie es aussieht. Was ist das denn? Die Platte, Jungs, die sind platt, so wie es aussieht. Und mal gucken, dass sie jetzt runter. Ach, das gibt's doch nicht. Schließlich, da muss hier erst noch einer sterben, oder was, bevor du mal guckst. War natürlich ein sauberer Check. Aber dennoch. Oh, das gibt's ja nicht. Da hat er mich aber mächtig auflaufen lassen. Ich muss viel mehr checken. Ich bin absolut schlecht, was das Checkspiel angeht. Weil ich aber leider auch anfangs immer sofort die Strafzeiten gekriegt habe, obwohl ich eigentlich faire Checks angesetzt habe. Und diese mächtigen. Oh mein Gott. Und raus da. Jetzt komme ich nicht rein. Und er nimmt den Puck wieder nicht an. Wunderbar. So, jetzt haben wir noch eine Minute. Also den Punkt würde ich jetzt gerne mitnehmen. Noch lieber würde ich natürlich noch einen schießen eben. Aber da marschiert er einfach wieder durch. Und das ist jetzt zum Fall wieder. Also, manchmal ist das echt sagenhaft, wie stark Pokechecks sind. Und auf einmal, wenn man dann nicht den Home-Ice-Vorteil hat, sind die dann wieder richtig unter aller Sau. Und da schieße ich noch 15 Sekunden vorm Ende an die Latte. Mann, so jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Bulli-Gewinner nochmal raufknalle. Oh, der fischt da wieder raus, sagt der Vogel. Das gibt's doch gar nicht. Also die holen manchmal Dinger raus, so 8 Sekunden, jetzt muss ich aufpassen. Den lasse ich jetzt nicht durch die Mitte gehen. Das wird er nämlich versuchen. So, raus damit. So, okay, den Punkt habe ich. Und jetzt will ich aber noch den zweiten Punkt haben. Wie sieht's denn aus? Ja, er hat also auf jeden Fall nachgelegt. Das auf jeden Fall, so ist relativ ausgeglichen. Bulli ist 12 zu 6. Spricht natürlich für mich. Mal gucken hier. Ob ich jetzt vielleicht einmal Glück habe und hier den zweiten Punkt mitnehme. Ach, da rennt der gnadenlos ins Abseits. Also, das ist so ein Fall. Also, ich kann es verstehen, wenn man hier anfängt, vor der blauen Linie noch irgendwelche Moves zu machen, ja, dass der Spieler dann, dass die Flügelmänner dann ins Abseits laufen. Das kann ich nachvollziehen. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man gerade drauf zuläuft, ja gut, das war jetzt mein Fehler, aber wenn man gerade über die blaue Linie läuft, dass dann die Flügelmänner oder der Center auch einfach gnadenlos da reinrennt, das ist so ein bisschen daneben. Und das passiert so oft. Und dann fischt er wieder raus. Ja, ich bin ein bisschen langsam heute, muss ich auch zugeben. Kommt, Jungs, kommt. Up the wing. Perfect centering pass. So, kommt, Jungs, wir wollen nach vorne spielen. Und da ist. Er bleibt wieder stehen. Ich glaube das nicht. Zone carry. Oh, good chance here. He's got a wonderful centering pass. Ich mache völlige blödsinnige Laufwege hier gerade mit den Jungs. Ich absolut nicht weiß, wo ich den Puck hinspielen soll. Und er trifft natürlich nicht. Ist klar. Ja, wäre auch wieder zu schön gewesen. So. Gott, und dann lässt er mich ganz dumm aus Torwart. Wunderbar. Freilassen. So, komm nochmal einmal hier ordentlich aufbauen, Jungs. Ordentliches Aufbauspiel. Einmal. Schön, da lässt er mich gehen. Move. Nochmal den gleichen. Bleib hängen. Schön, schön gefightet. Und da ist er drin, jawohl, das sah doch mal einigermaßen schön aus.
2 Punkte geholt. Jawohl, im zweiten Spiel. Das ist schon mal nicht schlecht. 5 Punkte, um den Klassenerhalt zu schaffen. Ach, das gefällt mir. Das gefällt mir. Einen schönen One-Timer zum Sieg geholt. So, das sieht doch gut aus. 1 gewonnen, 1 verloren. 2 Punkte. Und ja, jetzt bin ich in den Torschüssen wieder ein bisschen abgezogen. Sehr schön, gefällt mir. Ich beende das hier. Danke fürs Zusehen. Und lasst doch einfach mal ein Like da oder abonniert mich, wie auch immer ihr wollt. Ich mache auf jeden Fall weiter und wünsche euch einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.